Home, take the field, some energy, let's have some fun. Bring it home today, all right? Stretches on three, stretches on me. One, two, three. President! Come on! Thank you.
hier das Finale vielleicht einzuziehen, aber dazu braucht es heute natürlich, wenn man das einen Applaus sprechen könnte. Ich habe recht. Vom letzten Play für die Defense schlussendlich, wo der Forced Fumble war von Defense, irgendwer, ich weiß es jetzt leider nicht genau. Was in meinem Kopf durchgegangen ist,
Anfangs habe ich gedacht, langsam zu ist, scoop and score, whatever. Doch dann ist mir nachher eingefallen, scheiße, ich will auch nur den Ball. Run the clock down, we got it. Ich war so nervös. Am Schluss einfach nervös, einfach drauffahren, happy end, got it. Ja, der ganze Praise für das Spiel, für die Defense geht eigentlich an die Coaches. Also wir haben einen idealen Gameplan gehabt. Und dann fällt es einem natürlich leicht als Spieler, den zu exekutieren, wenn man weiß, dass das 100% funktioniert. Das ist ein great Gameplan gewesen. Im ersten Spiel gegen die Vikings eben, haben wir daraus gelernt, haben unsere Fehler ausbessern können. Und ich glaube, das sieht man am Scoreboard. Wenn man gegen die Vikings nur 13 Punkte kassiert, das ist natürlich ideal und sehr gut. Und ja, dann haltet man die Vikings zu 13 Punkte. What's going on? Today, it was a hard-fought battle. Ended up winning MVP. Had two touchdowns, which I wouldn't have got if it wasn't for the run game and Sean throwing the perfect balls. It was an honor, and honestly, I'm excited because this was a hard-fought win for us, especially still bouncing back through all the injuries. So with that being said, we're going to the big show. Go Raiders. No good. Yeah.